Schönen guten Tag zu einem neuen Video von VW Vespa. Ich wollte das Video eigentlich viel, viel später bringen. Ich wollte es jetzt noch gar nicht bringen. Ich wollte es erst so in der Schrauberzeit bringen oder wenn es ein bisschen kälter draußen wird. Aber es gibt so ein paar Gründe, warum das jetzt kommen muss, warum ich euch das jetzt zeigen muss. Und zwar habe ich ja gerade die PX in der Mache, die umgebaut werden soll auf eine Vespa Sprint 200. Und wie der Name schon sagt, steckt da ja irgendwie Sprint drin. Und die Vespa GTR 125 unterscheidet sich optisch kaum von der Sprint Veloce. Und ich habe vor einiger Zeit, so eine kleine Vespa-Sammlung gekauft. Und da war zufälligerweise, damals wusste ich noch nicht, dass ich jetzt diesen Umbau da mache, war eine GTR dabei. Aus dem Baujahr 1968. Und die GTR-Anbauteile sind eigentlich von der Form her identisch zur Sprint Veloce. Also die Teile, genau die Teile, die da an die Vespa PX200 rankommen. Und das ist ein Grund, warum ich euch heute das zeigen muss, weil an der PX wird auch eine Heckveränderung vorgenommen werden müssen, tun, wie auch immer. Und das Heck wird angepasst auf die klassische Form, ne, auf die schöne, was ist das denn, blöde Biene, wird angepasst auf die klassische Form der Vespa Sprint. Und dafür muss hinten ja die Rundung verändert werden und so. Und wir wollen uns einfach mal angucken, wie das bei einer Sprint aussieht im Vergleich zur PX. Und deswegen muss das jetzt kommen, weil demnächst der Heckumbau ansteht. Und ich schiebe das Video jetzt einfach mal dazwischen. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ihr guckt euch einfach mal an, was hier so eine GTR, was das überhaupt ist, was dahinter steckt. Ich habe es vorher, muss ich zugeben, kaum gehört. Ich habe mal gehört, dass es sowas gibt, aber dass mir jetzt sowas unter die Finger kommt, hätte ich nicht gedacht. War ein bisschen Glück dabei, sage ich mal. Und ich wollte euch jetzt dran teilhaben lassen und euch mal zeigen, was das überhaupt ist für ein Roller. Dazu kommt noch, ich will das Wetter nutzen. Jetzt soll es bald ja schlechter werden und für die Aufnahmen ist das perfekt, da draußen in der schönen Abendsonne noch mal ein paar Videos von der Vespa zu machen. Und morgen kommt jemand, was ich noch nicht verraten darf. Aber dafür muss es hier ordentlich sein. Dafür muss es hier sauber sein und ich wollte jetzt mal alle Roller, die ich habe, rausholen und die in den Keller verfrachten. Und dabei habe ich gedacht, jetzt machst du das Video und zeig's euch einfach mal, was dahinter steckt. Der Roller steht da hinten, ich luchse schon ein bisschen vorbei, an der Vespa-Hütte, an der Hütte aus den 30er Jahren, wo ich immer meine Thumbnails mache. Wir können einfach mal gucken, ob man das sieht. Da hinten, sieht man das schon? Da steht die gute. Und da gehen wir jetzt mal runter und gucken uns im Detail an, was so eine GTR ist. Ich hätte ja echt gestern richtig abkotzen können, ne? Ich habe die Videos geschnitten, das Video geschnitten hier zur GTR, habe den ersten Teil auch schon fertig gehabt und merke dann, dass alle Aufnahmen, die ich draußen gemacht habe, die ich draußen an der Hütte gemacht habe, wo wir jetzt eigentlich sein sollten, für die Cuts waren, weil der Wind mir einfach komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das war alles viel zu laut, das wäre nicht in der Qualität gewesen, die ihr sonst gewohnt seid. Ich habe vergessen, den Puschel aufs Mikrofon zu packen und mir die Aufnahmen nicht direkt danach angeschaut. Das kommt davon. Jetzt habe ich die Vespas hier in den Vespa-Keller geschoben. Draußen regnet es, ist jetzt schon ein paar Tage her, seitdem die Aufnahmen entstanden sind. Und ich hoffe einfach, dass ich das hier auch so gut rüberbringen kann und möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was es mit der GTR auf sich hat. Dann machen wir es halt hier unten. So, das ist die Vespa GTR 125 aus dem Baujahr 1968. Ich habe die jetzt mal hier in den Keller gepackt. Wie eben schon gesagt, habe ich alle Aufnahmen draußen verkackt. Ist leider so. Nächstes Mal kommt der Puschel aufs Mikrofon und dann funktioniert das auch wieder. Ich habe eben hier nochmal meine Vespa PX200 reingepackt und den Umbau, den aktuellen Umbau zur Sprint. Werdet ihr gleich alle sehen. Die Vespa GTR, ja, wo kommt die her? Also ich habe mir die jetzt besorgt in so einer kleinen Vespa-Sammlung, kann man im Grunde genommen sagen. Da war die mit dabei. Da war auch die Milka Vespa dabei. Da gibt es bestimmt auch nochmal so ein Video dazu. Habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen? Wenn nicht, schaut mal rein. Da seht ihr schon mal so ein Spoiler-Bild von der PK50 XL. Und ja, die Vespa war dabei, die GTR war dabei. Und es waren auch so, ja, zwei, drei Motoren waren noch dabei. Kommen wir auch gleich zu. Und ein paar Kleinteile, die da oben liegen. Jetzt bin ich echt froh, dass ich diese GTR habe, weil die GTR ziemlich viele Ähnlichkeiten zu der Vespa Sprint hat, und zwar zu der Sprint Veloce. Ich möchte aber anders anfangen. Die Vespa GTR wurde ja also von 1966 bis, manche munkeln bis 78, ich sag mal bis 76 wurde die gebaut. Also gut 10 Jahre lang wurde die gebaut und die GTR, kann man sagen, ist so der Vorgänger von der PX100, von der P125X. Also von der PX Alt 125. Gibt viele Definitionen, wie ihr schon gemerkt habt.
hat auch einen 125er Motor. Hier in dem Modell ist ein PX Lusso 12 PS Motor verbaut. Jetzt werden manche sagen, 12 PS? Meine Vespa PX Lusso, die hat doch nur 10 PS. Die 12 PS gab es auch bei der PX, und zwar bei der, ich meine, Grand Sport. Also es gab ein GS-Modell auch von der PX, also jetzt wird es immer komplizierter. Und der Motor hatte 12 PS. In Italien gab es auch eine Variante, die 12 PS hatte. Das hier ist dieser besagte Motor mit den 12 PS, der hier drin ist. Und das zeigt eigentlich auch schon die Ähnlichkeit, ne, die ich habe zu den PX-Modellen. Dass ich überhaupt von der Breite her da reinkomme mit einem PX-Motor, ist schon echt eine klasse Sache. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also die GTR basiert im Grunde genommen auf der GT vom Motor her. Also die hat auch zwei Überströmer. Nicht so wie die späteren Modelle, die dann drei Überströmer haben. Nein, die hat zwei. Was das genau heißt, da kommen wir bestimmt nochmal in anderen Videos zu, wenn es um die Technik von Motoren geht. Aber die hier hat die alte Motorentechnik, auch noch eine 6 Volt Zündung und hat, glaube ich, 7 PS hat die, glaube ich. So, wenn der Originalmotor drin wäre. Das optische Erscheinungsbild ist das von einer Sprint Veloce und einer Rallye. Also, Sprint Veloce im Gegensatz zu normaler Sprint. Sprint Veloce hat den runden Scheinwerfer. Eine normale Vespa Sprint 150 zum Beispiel, die hat diesen trapezförmigen, eckigen Scheinwerfer. Und das ist einfach hier ein Erkennungsmerkmal, wie die Rallye auch. Die hat diesen großen, runden Scheinwerfer mit diesem schönen, abgerundeten Lenkkopf. Was die GTR besonders macht, sind diese Aluminium-Zierleisten, einmal hier am Kotflügel. Und ich hoffe, man sieht es hier auch noch auf der aktuellen Aufnahme hinten an den Backen, diese Aluminium-Zierleisten. Und vorne natürlich hier die Finne, die auch aus Aluminium ist. Ja, so viel erstmal zu den typischen Erkennungsmerkmalen. Ich habe jetzt hier nochmal die, ich nehme euch mal mit, das ist vielleicht besser. Ich habe jetzt hier die originale Sitzbank drauf gepflanzt. Vorher war da hier diese schöne Sportsitzbank drauf. Das sind übrigens die Teile, die dabei waren. Schöner Scorpion-Auspuff, also wenn jemand Interesse hat, Sitzbank. Und ein Bitubo nagelneu Frontstoßdämpfer, das ist der PX200 Auspuff, frisch lackiert. So, original Sitzbank drauf. Ja, der Zustand von dem Teil, bevor ich jetzt nochmal erkläre, was die jetzt unterscheidet zu einer PX. Der Zustand ist, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Ich habe das ja bei der PX gemacht und dann nachher gibt es das böse Erwachen, dass dann doch mehr Rost ist. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich die PX kenne, die ich da gekauft habe, oder noch mehr kenne als alle anderen, dass der Zustand echt besser ist. Also der Lack, klar, der ist matt, ne? Hier dieser geile Inter Mailand Aufkleber, der matt ist zwar Lack, der matt... Diese Versprecher sind geil. Der Matt ist zwar Lack, ihr wisst, was ich meine, aber ich denke, da lässt sich durch Polieren noch einiges irgendwie, denke ich, besser hinkriegen. Hier dieser schöne Schriftzug, ne? Vespa GTR, das ist hier immer noch in dieser alten Schrift, mit der Blechkaskade. Diese Blechkaskade kommt übrigens auch an die PX, beziehungsweise an die Sprint 200. Das mal als kleiner Spoiler. So. Und hier am Kotflügel, ja, der ist hier so ein bisschen gerissen. Deswegen schleift er hier auch an der, seht ihr das? Am Beinschild, aber das ist alles keine große Sache. Ich weiß bisher auch nicht, was ich wirklich vorhabe mit der. Also eben gerade dient die mir nur als Schablone für den Umbau, weil vieles an der Vespa einfach so ist, wie es auch beim Umbau wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal schreibt, was ihr damit machen würdet. Ob ihr jetzt irgendwie sagt, ja, Zustand geht doch, polier das Ding und dann ist gut. Ob ihr den Rost irgendwie versiegeln würdet, ob ihr da irgendwelche Tricks habt. Ich habe da auch schon so ein paar Ideen, aber es wäre mal cool, wenn ihr drunter schreibt, was ihr so für Erfahrungen mit Originallack gemacht habt. Und ich denke, so eine alte klassische Vespa ist es wert, ja, den Originallack beizubehalten und damit irgendwelche wilden Sachen anzustellen. Stichwort Originallack. Hier hinten haben wir einen richtig schönen schwarz-matt lackierten Backen. Das Gute ist aber, wenn man hier kratzt, sieht man, dass da drunter der Originallack ist. Also, wenn jemand eine Idee hat, wie man diesen, weiß nicht, was es ist, Sprühdosenlack runterkriegt, sehr gerne eingeladen vorbeizukommen, nein, oder einen Tipp zu schreiben. Schreibt mir einfach mal, was ihr da
für Erfahrungen mit dem Lack gemacht habt. Ja, wir haben, ich gehe mal weiter. Bei der GTR ist es so, dass ich eine feste Backe habe. Also eine Backe, die ich jetzt nicht sofort mit einem Außenverschluss abnehmen kann. Nein, ich habe hier drin, habe ich so, ja, Stehbolzen, Gewinde und die Backe ist wirklich verschraubt. Das heißt, ich muss wirklich diese 7er Muttern sind das, muss ich lösen. Da unten sieht man es, ne? Muss ich lösen und dann kann ich die Backe abnehmen. Und habe dann hier diesen Handschuhfachersatz, würde ich sagen. Weil die Backe ist nach unten hin auch zu. Und da ist keine Reserverwatte oder so drin. Das ist mein Gepäckfach. Ich habe da vorne nämlich einen schönen Ersatzreifen und da mein Gepäckfach. Bei der anderen Seite ist es so, das kennen wir von der PX, dass ich hier einen Außenverschluss habe, ne? Von der PX Alt. Ich löse den Verschluss und kann die Backe dann abnehmen. Im Grunde genommen ist das alles hier vorne auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Also ich sehe hier diesen Gepäckhaken, sehe ich, den Schokzug sehe ich. Da habe ich gerade festgestellt, dass hier unten noch der Benzinhahn fehlt. Also der ist da, aber der ist irgendwo runtergerutscht, den habe ich nicht durchgeführt. Und was noch ganz cool ist, ist das Heck. Da kommen wir auch gleich noch genauer zu. Aber der Schriftzug ist einfach Hammer, finde ich. Ja, Gran Turismo. Da steht das nicht mit dem R. Das R steht übrigens für Renovato. Also sowas wie renoviert, erneuert. Und hier drüber gehört eigentlich noch, ja, so eine Abdeckung, wie es bei der Rallye ist. Also auch in Rahmen- oder Wagenfarbe lackiert. Grüße gehen raus an Marvin. Er war in Sizilien und hat mir von irgendeinem Teilemarkt, mal gespannt, wie das Teil aussieht, hier so eine Abdeckung mitgebracht. Also wir sehen uns bald und ich bin gespannt, wie das Teil aussieht. Ja, ansonsten kann ich ja mal hier hoch machen. Das ist alles nur locker draufgeschraubt erstmal. Eine schöne Originalsitzbank hier. Und das hier kennen wir eigentlich auch von der PX Alt. Ne? Das sieht ähnlich aus. Auch hier mit diesem Schraubverschluss. Vorne das große Loch. Hier unten hinten kommt eigentlich noch der Bolzen hin. Und das, ja, so viel dazu, würde ich sagen. Was ist noch wichtig? Wichtig ist noch hier vorne die Bremse, die ist einfach anders aufgebaut. Ne? Also ihr seht das, die ist hier mit einem Bolzen gelagert in diese Richtung. Und hier unten ist dieser Hebel. Und ich, wenn ich jetzt so runterdrücke, ziehe ich den Bauanzug in die Richtung. Das ist einfach, ja, vom Prinzip her ist es ähnlich, aber es ist nicht unterm Rahmen geführt oder im Tunnel geführt. Nein, das geht hier seitlich raus oder rein. Das ist nochmal so ein großer Unterschied zur P-Serie. Lenkradschloss. Habe ich auch an der Stelle wie bei der PX Alt. Der Lenker an sich, ja, der ist ein bisschen abgespeckter, ne, als bei der P-Serie. Ich habe hier schön meinen Tacho mit schwarzem Ziffernblatt bis 120. Habe hier rechts mein Armaturenbrett und hier links ist gar nichts. Das heißt, ich habe auch gar keine Blinker. Ne? Also ich habe hier, wie ihr seht, vorne keine Blinker und hinten in den Backen auch keine Blinker. Habe hier nur meine Lichtarmaturen. Klar, Bremse, Kupplung und das war's. Und mein Tacho. Also da ist nicht viel. Was cool ist, jetzt hätte ich es fast vergessen, ist die Gabel vorne. Guckt mal, das ist anders aufgebaut. Also euch fällt bestimmt auf, dass ich jetzt hier einmal das Federelement habe, dann habe ich meine Gabel, mein Steuerrohr und ich habe hier mein Dämpferelement. Das heißt, Feder und Dämpfer sind in dem Fall getrennt. Ja, das kennt man auch. Also ich glaube, bei Thomas GS ist das, glaube ich, auch so. Und bei allen älteren Modellen ist das noch so aufgebaut. Also die hat nochmal eine ganz andere Gabel als die P-Serie. Ich habe trotzdem, klar, ich habe trotzdem 10 Zoll Reifen, auch die 3,5er drauf. Hier ist ein schöner Weißwandreifen drauf, hinten. Ich weiß nicht, ob es vom Öl kommt. Ne, ist ein normaler Reifen drauf. Und das nochmal als Unterschied dazu. Klar, die Hupe ist auch anders, ne? Die sitzt nicht hinter der Kaskade, die sitzt da schön in der Kaskade drin. Und das war es erstmal grob dazu. Genau, passt eigentlich genau hinten zu den Fliesen, ne? Sehe ich gerade. Hier in der Werkstatt muss auch noch einiges passieren. Also es ist alles noch nicht so gemütlich, wie ich mir das vorstelle, wie cool das hier irgendwann mal aussehen kann. Ich kann ja mal so einen Schwenk hier rum machen. Also wir haben hier, klar, die beiden Vespas, die werde ich euch gleich noch zeigen. Wir haben hier meine beiden Schränke. Alles ist zumindest weiß gestrichen, aber ihr seht, es ist alles noch so ein bisschen renovierungsbedürftig. Ordentlich Licht muss hier noch rein. Da hinten soll man auch mal eine richtige schöne Werkbank hinkommen. Die Golf 2 Sitzgarnitur, das soll auch mal, ja, ich würde da ein Sofa hinhaben wollen. Dass man da so ein bisschen chillen kann, so eine Chill-Ecke mit dem Stehtisch.
dann hier diese Gasarmaturen und das alles nochmal irgendwann verkleidet werden. Aber alles zu seiner Zeit. Im Winter, das wird jetzt cool gemütlich hier unten. Dann können wir uns den Kamin anmachen. Und ich habe da an der Stelle schon so eine kleine Bar gekauft, wo so ein paar Sachen stehen. Aber alles zu seiner Zeit. Da gibt es wichtigere Sachen und der Vespa PX Umbau muss natürlich fertig werden und dafür will ich euch jetzt mal zeigen, was ich da beim Heck vorhabe. Deshalb möchte ich ja auch dieses Video zuerst bringen. Hatte ich ja am Anfang gesagt, dass ich unbedingt dieses Video bringen muss, weil ich euch zeigen möchte, inwiefern sich das Heck von der Sprint zur PX unterscheidet, und das gucken wir uns jetzt mal an. Dazu klappe ich hier mal die Sitzbank von der PX 200 auf. Also wir haben jetzt hier die PX 200 restauriert. Wir haben hier den Umbau, nicht wundern, das ist alles Flugrost von, ja, vom Abwischen, was auch immer. Das lasse ich mal so stehen, damit ihr nicht den aktuellen Baufortschritt seht, dann würde ich zu viel vorwegnehmen. Aber es geht demnächst auch hier um dieses Heck, weil, wenn ihr mal guckt, da sieht man es ganz schön. Das Heck von der PX hat, sage ich mal, geht einfach schräg runter und nochmal schräg runter, so ein bisschen in einem steileren Winkel. Das hat jetzt nicht diese klassische runde Kontur, wie wir sie gleich sehen werden. Und auch hier unten dieser Spritzschutz, der ist ja sozusagen die Verlängerung vom Rahmen. Und bei der Sprint ist das gleich so, hier ist es übrigens ohne Spritzschutz, da seht ihr das nochmal. Bei der Sprint ist es so, dass das einfach das Blech vom Rahmen nochmal viel weiter runter geht. Das heißt, wenn ich meine Sprintbacke auch an die PX dran setze, werde ich merken, dass die Halterung, die hier unten, die in den Rahmen kommt, dass die viel zu tief sitzt. Also da fehlt mir einfach Blech an der Stelle. Und ich möchte auch nicht diese steile Kontur der PX übernehmen. Also dieser, ich sag mal, 80er-Stil, den will ich nicht übernehmen. Und dann klassische Backen dran hauen, die total rund aussehen. Das geht nicht. Und deswegen muss das Heck, das da, angepasst werden, dass die Kontur hier einfach schön rund nachher aussieht und weiter runter geht. Dass ich dann hier nicht in das Loch, sondern in ein anderes Loch meine Aufnahme für die Sprintbacken reinkriege. Der Rest, so vom ersten Anhalten, ist eigentlich, ja, ist sehr, sehr ähnlich, würde ich mal sagen. Da bedarf es ein bisschen Anpassungsarbeit, aber nicht so viel wie beim Heck. Und das Heck von der Sprint sieht folgendermaßen aus. Guckt mal, also. Das ist ein Sprintheck. Und wenn ihr mal guckt, da zu dem oder zu dem, dann fällt euch auf, dass wir hier so eine komplett, wie so ein Höcker, ne? Also ich habe hier so eine komplett umlaufende Kante, die fängt hier an, so eine Sicke, die geht hier rum. Und dann habe ich hier so einen 2, 3, 4, nee, 3 cm hohen Buckel und geht hier weiter. Also das ist wie so ein, ja, diese Tankkontur, die wurde hier weiter rausgezogen. Und dann kommt hier ein schön runder, ich versuche das mal so drauf zu kriegen, ein schön runder Verlauf. Und ne? Dieser Backe in einem, ja, ein bisschen größeren Radius folgt, aber hier ist jetzt keine Abknickung oder so drin. Ne? Das geht richtig weit runter, bis unten zu der Spitze. Und da ist das Kennzeichen dran. So, und dieses Heck gilt es nachzubauen für die PX, für die Vespa Sprint 200. Und das ist das, was mich jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen beschäftigen wird. Wie ich das umsetze, das seht ihr dann noch in anderen Videos. Aber das wird eine Challenge, würde ich sagen. Das wird eine richtig, richtig große Challenge. Und morgen kommt ein Kumpel, da gucken wir mal morgen früh gemeinsam, wie das alles überhaupt harmoniert. Ich habe jetzt die Breitreifen da, ich habe den hinteren Stoßdämpfer da, könnt ihr alles im Instagram-Profil sehen. Breitreifen, Stoßdämpfer, ich habe die Anbauteile da und ich habe die Sprint jetzt da. Das heißt, es ist jetzt alles eigentlich komplett, um das alles anzupassen und da Vorbereitungen zu treffen für das nächste Video, für den Umbau von einem PX-Heck auf ein Sprint-Heck. Das werden wir morgen alles mal dranhalten. Vielleicht entstehen auch schon so ein paar Szenen für das nächste Video. Mal gucken. Aber ihr dürft gespannt sein, was da noch alles kommt. Und ich bin selber richtig, richtig heiß drauf. Kann man wirklich sagen. Hab Respekt davor, weil es echt eine große Arbeit ist, aber ich kriege das schon hin und nehme euch mit auf die Reise, wie aus der PX eine Sprint wird. Und wir springen jetzt einfach mal raus, denn ich habe gesehen, dass die Aufnahme, die ich zum Schluss gemacht habe, wirklich vom Wind noch geht. Und ich sage tschüss, bis gleich, draußen vor der Terrasse.
Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt einfach mal drunter, was ihr mit so einer GTR vorhaben würdet, wenn ihr so eine GTR besitzt. Vielleicht habt ihr ja sogar eine und schreibt mal drunter, was ihr gemacht habt. Ich glaube, ich habe bis jetzt so ein, zwei Leute gerade mal so bei Instagram kennengelernt, die eine GTR komplett restauriert haben. Das war mega geil, mal zu sehen, wie die aussehen kann. Das war, glaube ich, in so einem richtig knallen Kirschrot. Das sah richtig, richtig top aus. Dann mit Weißwandreifen und Chrom dran. Das hat schon was. Ich denke, es war mal interessant zu sehen, wie so eine GTR überhaupt aussieht, was das ist. Und ja, was die Unterschiede zu einer PX sind, was die Unterschiede zu einer Sprint sind. Und wir können uns das jetzt wirklich nehmen, das Modell. Wir können uns das hier hinstellen und für den Umbau, für den PX-Umbau, können wir jetzt wirklich das Heck als Vorlage, als Schablone nehmen und dann an die PX dieses Heck dran zaubern. Das wird richtig, richtig cool. Also bleibt dran, wenn euch weiterhin interessiert, wie es mit der PX weitergeht. Zwischendurch wird es immer mal wieder, ich denke mal, kleine Entspannungsvideos geben, die von der PX abweichen, würde ich sagen. Und das nächste PX-Video ist allerdings schon in der Mache, da wird es demnächst auch wieder zügig weitergehen. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, da wird sich an der Kaskade was verändern. Und auch so, das Breitreifen-Kit ist schon angekommen. Wahrscheinlich wird dann demnächst irgendwie das Fahrwerk bestellt werden, weil das ja auch mit einhergeht in die Veränderung des Hecks, dass da nichts schleift von dem Stoßdämpfer und so weiter. Und ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, übrigens, sag ich mal, die Stellen, wo verzinnt wurde, ja leicht, also da ist ja immer noch so ein bisschen Flugrost dran von der Verzinnungspaste und so, vom Wischen. Das kann erstmal so bleiben, keine Angst, was ihr eben gerade auch gesehen habt, das wird nachher nochmal gestrahlt. Also der Rahmen wird dann noch einmal nach dem Verzinn ganz leicht übergestrahlt, dass die Stellen dann auch wirklich wieder frei von Rost sind. Und dann wird erst grundiert. Ich wollte es ja jetzt erst grundieren, dann wieder alles freischleifen, wo angespackst, wollte ich gerade sagen, wo anmodelliert wird vom Heck. Aber das lassen wir. Das bleibt jetzt so. Ich lasse das so und dann wird wieder gestrahlt. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich packe jetzt meine Sachen hier wieder zusammen und bereite mich dann fürs nächste Video vor. Ich freue mich fürs Einschalten. Bleibt dran, auch was die PX-Reihe angeht. Sagt es weiter. VW Vespa ist euer Kanal, wenn es um das Thema Vespa geht und um so einen krassen Umbau hier wie eine PX zu einer Sprint verwandeln. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.